Hallo und willkommen zurück zu Shaninjas Let's Plays und dem Netztest angespielt zu Endless Space 2. Wir haben in der letzten Folge, ja, ist eigentlich eine schöne Ansicht, ein bisschen gescoutet hier die untere Ecke, haben insgesamt jetzt schon 3 Nebenfraktionen entdeckt und haben diesen Ort hier kolonisiert. Ansonsten sind wir auch hier oben lang, da scheint aber eine Sackgasse zu sein, die einzigen beiden Wege, die es gerade noch gibt, sind hier lang. Und dort da hinten haben wir schon eine entfernte Ecke gesehen, wo wir aber momentan noch nicht hinkommen. Ansonsten haben wir einen Helden bekommen, der ist momentan in der Stadt, hat eine Beraterrolle und der hat jetzt die Fähigkeit bekommen, dass er irgendwie mir mehr Gold bringt. Das war der Held, das Heldenmenü, okay. Das kennen wir. Achso, es gibt mehrere Siegmöglichkeiten, das wissen wir auch noch. Also, was heißt auch noch? Genau, und wir haben hier noch ein neues Gesetz erlassen, wodurch wir mehr Nahrung durch Außenposten kriegen. So, und ansonsten war ich gerade hier wieder angekommen und wollte hier jetzt ein bisschen scouten. Sobald die Flotte angekommen ist, jetzt. Adamantium, okay. Wir haben ja auch gerade die Quest, so Kuriositäten finden. Okay, damit ist die auch erfüllt. Oder auch nicht. Wir hatten noch eine andere, das zu tun. So, du bleibst erstmal, wo du bist. Und du kommst runter. Ist hier eigentlich noch was? Das haben wir am Anfang ja gar nicht gesehen. Nö. Hier kann ich nicht scouten. Stufe 3. Du sollst mal nach da fliegen. Halt. Jetzt hat er eine rausgenommen. So, nochmal das Ganze. Wobei, bis da runter werden wir so viele Dinger wahrscheinlich kriegen. Das heißt, du kannst deine Sonde mal dorthin kicken. Und dann fliegst du nach dort. 7 Züge, dann hat er wieder beide Sonden. Das passt. So, Infobildschirm, um zu sehen, wie weit... Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, das war jetzt die Spielerübersicht. Genau. Ich will auf jeden Fall nicht kämpfen. Gläubiger sein, das ist auch nicht so meins. Eher so Wissenschaft und Ökologie finde ich ganz gut. Stimmenzusammensetzung nach Systemen. Drücken hier? Nö. Politischer Trend. Okay. Bekannt, das ist mein Held. Das ist ein Industrieller. Freigeschaltete Gesetze. Ah, die habe ich jetzt dadurch freigeschaltet, oder was? Und das andere war die andere große Partei. Demografischer Luxus. Herr gehört, frohe Kunde, du hast genug von einer Luxusressource gesammelt, die zu einem deiner Bevölkerungstypen gehört und kannst nun die Demografie deines Imperiums anpassen. Öffne den Bildschirm Senat. Öffne den Bildschirm Bevölkerungsübersicht, um mehr darüber herauszufinden, wie du die Demografie deines Imperiums anpassen kannst. Herr gehört, so wird's gemacht. Jedem Bevölkerungstyp der Galaxie ist eine bestimmte zufällig ausgewählte Luxusressource zugeordnet. Wenn du genug Luxusressourcen für deiner Bevölkerungstypen hast, kannst du diese Luxusressource benutzen, um das Wachstum dieses Bevölkerungstyps gegenüber dem anderen Bevölkerungstyp im selben System zu priorisieren. So kannst du die Bevölkerungszusammenstellung deines Imperiums Stück für Stück beeinflussen. Okay. Aber was muss ich jetzt hier drücken? Haben wir jetzt was gemacht? Bonus beeinflusst für Vereinigtes.
Ach so, weil das die Industriellen sind und das sind die Militaristen, die wollen, will ich ja gerade nicht. Aha. Das Gute zuerst, du hast es weit gebracht bei der Forschung von Technologien und jetzt das Schlechte. Einige der Schiffsmodelle, die du freigeschaltet hast, können bei zivilen Schiffsrümpfen nicht verwendet werden. Du findest militärische Schiffsrümpfe über die Technologien im Quadranten Imperiums Entwicklung des Technologiebaums. Aber Militär interessiert mich nicht. So, du läufst und du hast noch keine Sonde wieder, aber nächste Runde. Jetzt. Plus zwei Sichtweite auf Flotte, Garnison 1, Marine. Ah, warte mal, da fällt mir ein. Bevor du komplett durchgehst, mach mal einen Halt in der Hauptstadt. Und du gehst mal dort lang. Gab es hier eigentlich noch was, was ich vielleicht scannen könnte? Sieht nicht so aus. Das ging noch nicht. Hier gibt es noch was. Okay. Das heißt, du machst einen Stopp dort. Bauliste leer in Riegel. Ach ja. Die neue Stadt. Was haben wir hier? Magnetfeldgeneratoren. Mehr Wirtschaft. Erstmal würde ich sagen, achso, das war das ganz teure. So, machen wir mal. Wie sieht es in der Hauptstadt eigentlich aus? Das ist fast durch. So, jetzt haben wir die Abschirmung. Kalgeros in deinem System, Dusey, Neuankömmlinge. Sehe ich davon was? Eigentlich nicht. Dann lauft ihr mal. Du bist jetzt hier. Dann kann ich ja mal gucken, ob man den Helden jetzt hier irgendwie mit patrouillieren kann. Ja, der wird mit dabei. Der hat ja auch nur, der hat ja auch eine Wirkung auf eine Flotte. Das wollte ich ja eigentlich auch. Oh, da sind Piraten scheinbar. Beide eingecheckt. Hyperium hatten wir auch noch nicht. Damit haben wir die Quest erfüllt. Schicke eine Flotte zur Questmarkierung. Dort hinten hin. Da kommen wir ja gleich vorbei. Doch vorher möchte ich gerne auch noch das andere Ding eigentlich mitnehmen. Aber vielleicht komme ich wegen dem einfach nochmal zurück. So, und du hast aktuell nicht zu scannen. Aber ich wollte hier mal gucken. Genau, hier kann man nämlich wieder was machen. Indem du sie bei einem Problem unterstützt, assimilieren. Dann kann ich das Ding übernehmen, hieß es. Krieg möchte ich nicht. Beziehungen. Durchsuche die Kuriosität im System Leran, sobald du bereit bist, 100 Einheiten Gold zu opfern. Das mache ich zwar nicht gerne, aber wenn es die Quest ist, warum nicht? Okay, ist beides relativ nah beieinander.
viele Aufgaben. Ich bin gespannt, ob ich da an den Piraten schon vorbeikomme. Ist jetzt die falsche Flotte? Nee. Achso, hat einfach nur keinen Zug mehr übrig gehabt. Herakles. Ich bin noch nicht da, okay. So, wie sieht denn das hier aus? Hier kann ich erstmal scannen und da ist das Piratenschiff, wie es scheint. Fünf EP für Schiffe. Bodeninvasion. Piraten 300, die haben viel mehr Schießkraft. Ich fühle mich damit nicht so wohl. Vor einer Bodenmission solltest du eine wichtige Mechanik berücksichtigen. Sobald sich Flotten in der Umlaufbahn eines Planeten befinden, steht ihnen die Flotteninteraktion Bewachen zur Verfügung, mit denen sich eine Blockade auslösen und andere Flottenaktionen geschehen jedoch automatisch. Die Belagerung, vorausgesetzt, dass sich keine gegnerischen Flotten im System befinden, reduziert die automatische Belagerung die Verteilung des Systems in jedem Zug. Dadurch wird die Bodeninvasion leichter. Gut, nun ist alles bereit für die Bodenschlacht. Du liegst mit dem Imperium, dem dieses System gehört, im Krieg. Und niemand verteidigt dieses System. Weder Flotten des Imperiums noch seiner Verbündeten. Klick auf Einfallen, wenn du bereit bist. Stand da nicht gerade, ich habe eine Stärke von 60 und die Gegner von 300? Das funktionieren. In der Bodenschlacht an siehst du drei Optionen. Jede davon Vor- und Nachteile, die du dir in der Kurzinfo zur jeweiligen Strategie näher ansehen kannst. Der Kampfkreis in der Mitte des Angesichts zeigt deine Erfolgschancen. Wähle deine Strategie aus und klicke dann auf Kämpfen. Was heißt diese Zahl? ...640 ist natürlich höher als das, was Erde hat. Zusehen. Aha. Gucken wir uns mal an. Lol, ich habe einen Typen, meinen Helden wahrscheinlich. Pattsituation war das nicht. Warum sollte ich das jetzt machen, wenn ich dann verliere? Man, gut, dass ich gespeichert habe. So, was passiert denn, wenn ich sage, bewachen? So, das untere Schiff ist angekommen bei der Questmarkierung. Zum markierten Kurs der Herakles.
Deine Analyse auf Herkules war erfolgreich. Hyperion bekommen. Und fertig. Vernichte diesen Piraten. Bei Herakles. Flotte von Piraten. Der hat zwei Schiffe. Sehe ich aber irgendwo seine Stärke? 2000 Leben. 2600 Leben. Mein 2800. 40 Angriff heißt das, glaube ich. 100 und 100. Ich glaube, das Schlauste wäre, wenn ich mit meinem Schiff Hatten wir das nicht schon? Sich hier jetzt was geändert? 40, 298, das waren 300 vorher, oder? Das heißt, es hat sich was geändert. In Herakles, der greift an. Okay. Willkommen zur erweiterten Schlachtaufstellung deiner Gefechtszentrale. Hier wirst du deine Flotte verwalten, deine Taktik auswählen und hoffentlich deine Gegner überlisten. Zunächst schadet es nie, die körperliche Auswirkung des Schauplatzes zu kennen, in dem die Schlacht stattfindet. Einige Schauplätze wie Asteroidenfelder können gewaltige Auswirkungen auf deine Strategien haben. Sobald du die Effekte des Schauplatzes kennst, solltest du die Stärken und Schwächen analysieren, die deine Flotte gegenüber des Feindes hat. Klicke auf eines der vier Statussymbole, um mehr zu erfahren. Gehen Projektilwaffen an, Reichweiten. Beobachte das zentrale Feld, während du nacheinander auf die Werte klickst. Der erste Wert der Liste bietet dir einen Augenüberblick über die Flugbahn deines Schiffes. Dazu kommen wir später. Die zweite zeigt die relative Verhältnis deiner kombinierten Offensive und Defensive Militärstärke im Vergleich zur gegnerischen, während der dritte sich auf die Stärke und den Typen der Waffen der Flotten konzentriert. Der letzte Wert zeigt die Effektivität der Waffen auf drei verschiedene Distanzen, kurz, mittel und lang. Je dicker das farbige Band, desto relevanter ist die Information. So wird deine stärkste Waffe beispielsweise durch den dicksten Balken dargestellt. Jetzt bist du also mit allen relevanten Informationen. Klicke auf Taktik, um mehr zu erfahren. Dir gefallen die Entscheidungen und vielleicht solltest du den Rückzug antreten, obwohl die Nachteile mit sich bringt. Ansonsten musst du noch festlegen, ob du den Kampf in glorreichen 3D ansehen möchtest. Klick auf Kämpfen. Dicker der Balken, und die sehen doch alle gleich aus. Hier sind die blauen Dinger unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich sehe auch keinerlei Unterschiede hier irgendwo. Sieg oder Niederlage, die Schlacht ist geschlagen. Alle überlebenden Schiffe erhalten Erfahrung und steigen vielleicht sogar eine Stufe auf. Was ist mit zerstörten Schiffen nun? Von ihnen sind nur noch tausende kleine Plasma-Metall- und Knochenstücke übrig, die jetzt Warnungen für alle anderen im Weltall herumtrudeln. Wenn dies der Fall sein sollte, mehr Glück beim nächsten Mal. So, Beziehung verändert. Was ist hier? Eine wilde Flotte. 2100. Ja, es sinkt um 2. Aber ich glaube, da gucke ich lieber mal jetzt hier hin.
So, damit ist auch das Kuriositäten-Ding fertig. Und wir haben das mit 40% Außenposten. Nein. Pro Runde in deinem Inventar. 157. Was haben wir denn? Sehe ich gerade nicht. Ah, warte. Okay. Sehe ich aber trotzdem nicht. Ich kriege 132 und Gold 103. Das heißt, Wissenschaft wäre wahrscheinlich schneller zu kriegen. So, wo sehe ich jetzt aber die Quest nochmal? Das sind die Quests. Ich möchte diese Piraten nicht vernichten. Ah, Zielauswahl steht aus. Und warum kann ich es nicht machen? Meister der Arena. Steige die Unterstützer im Militaristen auf 30. Möchte ich nicht. Okay, neue Heldenstufe. Jetzt, da wir ihn in der Flotte haben, können wir das auch machen. Bevölkerung gewachsen. Das ist aber schön, dass man hier nicht mit 1000 Sachen belagert wird. Bau abgeschlossen. Sehr schön. Ha, da ist es. Gold. Das kriege ich wahrscheinlich schneller. Achso, und dafür kriege ich dann entweder einen Wissenschaftler oder eine Gläubige. Nee, Gläubige möchte ich nicht. Und das ist ein Militarist. Möchte ich auch nicht. Dann mache ich das. Ach. Er kann abkürzen. Weil ich die Abschirmung freigeschaltet habe. Höflich zu neutral. So, wir können ja mal hier gucken. Nee, was war das? Klicke, um die Detailinformationen zu einer Quest in der Questliste anzuzeigen. Ach so, ich muss ja noch irgendwo hin, damit das macht. Ah, und der will, dass ich kämpfe. Um es zu assimilieren. Das sind die Quests, damit ich die übernehmen kann. Verstehe. Zu verbündet. Achso, das war das. Okay. Mehr Leute. Heldenschiff und Dings. Da bin ich jetzt aber im Vorteil. Eine Online-Schlacht wollen wir uns mal anschauen.
Warum hätte das bei dem anderen Schiff nicht so einfach gehen können? Unentschieden. Schule für futuristisches Design, 20 für Industrie hier. Forschung. Ah, dadurch habe ich jetzt den anderen Helden bekommen. So, aber das ist jetzt eine Wissenschaftlerin, die werde ich eher zu Hause lassen. Brauche ich das? Muss ich das machen, um die Stufe 2 zu kriegen? Ah ne, ich muss nur 4 Punkte investieren. Und wo ist sie? Wenn sie zugewiesen sind. Was heißt zugewiesen? Einer Flotte oder eines Planeten? Einem System. So, dann würde ich doch sagen, dem hier, der hat am meisten Dings. Kosten gehen aber runter, ja. Hat er auch gemacht. So, wie war das jetzt hier? Das ist das, was ich angegriffen habe. Und da ist noch eins. So, aber diesmal möchte ich nicht zugucken. Forschung ist abgeschlossen. Und damit haben wir jetzt den Dings freigeschaltet. 20 Kultur, 10 auf Imperium und die politische Ideologie. Sternsystem her. Unbekanntes Imperium. Schöpfer des Reichtums habe ich nicht bekommen. Hätte irgendwer anders bekommen. Entscheidender Sieg. Und was kriege ich dafür? 5 Erfahrungen. Und der flüchtet. Okay, dann würde ich sagen, gucke ich hier mal weiter für meine nächste Quest. Akademie entdeckt, Erfolg, Klassentreffen bekommen. Die Akademie wurde im System Leran entdeckt. Dieser als Zentrum für die Ausbildung von Helden bekannter Ort wird Gerüchten zufolge von einem abtrünnigen Wodanyi und ein paar Gefolgsleuten den Pfadfindern geleitet. Du hast das System entdeckt, in dem sich die Akademie befindet. Fähige Helden vieler Völker werden bald deinen Imperium besuchen. Öffne den Akademiebildschirm, um mehr zu erfahren. Indem du 5 Kuriositäten vom Typ atmosphärisch erkundest. Okay, machen wir. Sichtweite der Flotte. Forschungsliste, achso. Gold. 1000. Aber gut, sind 10 Runden. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem hier auf Gold. Weil das kostet nur eine Runde. Machen wir doch erstmal das.
Raumfahrer bleibt Raumfahrer. Okay, eine Demonstration. 10 Einfluss weg. Und Wissenschaft steigt. 15 Bauen weg. Kolonien. Religiös steigt. Nee, davon habe ich mehr. Mit Religion mache ich ja gerade nicht viel. Wissenschaftsproduktion. Deckt alle versteckten, isolierten Knoten in der Nähe dieser Konstellation auf. Oh, nice. 100 Einheiten zu opfern. Bin ich bereit. Wie mache ich das? Die Vielfalt der architektonischen Sehenswürdigkeiten dieses Systems sind trotz der sie umgebenden modernen Konstruktionen der Beweis für eine Zivilisation, die noch am Anfang der Saal-Epoche stand und von einem technologisch fortschrittlichen Imperium assimiliert wurde. Wo einige traditionelle Bräuche der Amoeba weiter bestehen, haben sie weitere Teile der kulturellen United Empire übernommen. Okay, danke. Luxusressource entdeckt, Weihrauch. Amöben assimiliert. Amöben auf selbe wurden assimiliert. Tröbelkonstellation Japans überdammt. Aha. Neue Luxusressource, Orchidee. So, dann Serpents. Hier kann ich gerade erstmal nichts machen. Und das müsste jetzt meins sein. Die ist kolonisiert. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt erstmal ein Patrouillenschiff, weil der Gegner vor der Tür steht. Kann ich auch mal sofort abschließen. Und dann kommt sowas. So, hier sind noch Sachen zum Erforschen, deswegen bleibt er da. Militär möchte ich nicht. Kultur. Und 2 auf alles pro Planet. Das klingt eigentlich ganz nett. Niris sind jetzt auch Verbündete. Stimmt, was wolltet ihr eigentlich haben? Wenn ein Problem unterstützt. Ich habe nicht so viele Punkte. Abgeschlossen. Wenn sie rekrutiert werden. Okay, die Akademie steigt. So, und du müsstest jetzt wieder forschen können, ja. Aber nur eins bestimmt. Oh, wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Ja, das geht immer so schnell, weil man hier so viel macht. Das gute Leben. Antimaterie. Ich würde mich eigentlich gerne um diese Piraten danach kümmern. Wer bist denn du? Wushu entdeckt. Achso, durch meinen Strahl. Okay, aber egal, wir müssen erstmal Pause machen, wir sind drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise, nee, es ist die dritte Folge. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Ihr sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr mehr Folgen davon sehen wollt, dann mache ich weiter. Ansonsten landet es erstmal in meinem Angespielt-Playlist. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.